Ich begrüße Sie an dieser Stelle wieder herzlich zu den Tipps und Trends, Ihrem Freizeit- und Verbrauchermagazin aus dem Allgäu und der Bodenseeregion. Brezen, wer mag sie eigentlich nicht? Mit die besten Brezen gibt es unter anderem von der Bäckerei Speiser, da man hier auf das handwerkliche Können sehr großen Wert legt. Inzwischen entstehen die Backwaren in einer größeren Backstube in Kempten. Und alles lässt sich stilecht und ganz wunderbar in der Filiale in Waltenhofen genießen. Draußen ist es noch lange dunkel, wenn in der Backstube der Bäckerei Speiser Brote, Semmeln und die weithin bekannten Brezen entstehen. Auch wenn viele Aufgaben inzwischen von Maschinen übernommen werden, die entscheidenden Schritte werden hier immer noch von Hand erledigt. Und auf noch etwas legt man hier Wert: Zeit. Dem Teig wird immer reichlich Zeit gegeben. Das macht das Endprodukt bekömmlicher und es bleibt auch länger frisch. Sind die Brezen fertig, werden sie noch warm verladen und in die Filialen gefahren, beispielsweise in die neue Niederlassung in Waltenhofen. Viel frischer als hier kann man Backwaren kaum bekommen. Wir verwenden keine Industrieware. Es wird alles selber gemacht, traditionell nach alten Rezepten. Das macht uns einfach aus. Es ist die Tradition mit Hand und Herz. Man schmeckt es. Es macht einfach qualitativ einen Riesenunterschied, ob ich jetzt Industrieware verwende oder ob ich das wirklich alles selber mache mit guten und regionalen Rohstoffen. Darauf legen wir einfach Wert. Das macht uns aus. Highlight in Waltenhofen ist nicht nur das große Angebot an feinsten Backwaren. Es ist vor allem auch das Frühstücksangebot. Egal ob Käse, Wurst oder Obst, alles hier ist vom Feinsten, super frisch und schmeckt richtig gut. Viel besser als mit einem vollwertigen Frühstück in der Bäckerei Speiser in Waltenhofen kann man wohl kaum in den Tag starten. Falls Sie bei Whisky als erstes an Irland oder Schottland denken, dann sollten Sie in Zukunft vielleicht umdenken. Denn auch bei uns in der Region gibt es guten Whisky, und zwar echte Allgäuer Single Malts. Die Allgäuer Brennerei in Sulzberg hat einen speziellen Whiskykeller und auch sonst tut sich dort immer so einiges. In der Werkstatt des puren Genusses bietet sich dem Kunden ein breites Spektrum an tollen Produkten. Von außen hat sich in der Allgäuer Brennerei in Sulzberg scheinbar nicht viel verändert. Anders sieht das aus, wenn man sich auf den Weg in die Gewölbe unter der Brennerei macht. Denn hier befindet sich der neue Whiskykeller. Weil immer mehr Menschen auch hier in Deutschland edlen Whisky zu schätzen wissen, hat sich Stefan Günther entschlossen, nun auch in Sulzberg vermehrt auf Whisky zu setzen. Und wie schmeckt der denn nun im Vergleich zu den großen Vorbildern aus Schottland und Irland? Es ist ein echter Allgäuer Whisky, ganz klar. Man kann das nicht 100% miteinander vergleichen, weil allein die Destillation eine ganz andere ist. Man brennt sauberer, hat deswegen nach frühen Jahren schon viel, viel bessere Qualitäten. Und am Ende hinten raus hat man einen schönen, leichten, reinen Whisky. Da kommt meist ein Single Malt raus, der hat eine schöne Malznote, eine leichte Fassnote, wirklich so, dass man das Grunddestillat noch sehr, sehr gut rausschmeckt. Der neue Whiskykeller und das vergrößerte Geschäft sind die sichtbarsten Veränderungen in der Allgäuer Brennerei. Hier kann die große Auswahl an edlen Bränden und Likören nun noch besser präsentiert werden. Eine andere Veränderung spürt man im Grunde nur dann, wenn man sich eine der Sulzberger Köstlichkeiten nach Hause zuschicken lassen möchte. Dank eines vergrößerten Lagers und damit verbesserten Abläufen können Bestellungen nun noch schneller bearbeitet werden. So kommen immer mehr Tropfen aus der Werkstatt des puren Genusses, wie es hier heißt, zu immer mehr Menschen im Allgäu und darüber hinaus. Hanf war in früheren Jahrhunderten eine wichtige Pflanze, die auf vielfältige Art genutzt wurde. Aus ihren Fasern wurden unter anderem Stoffe gewebt, Segel gemacht und Papier hergestellt. Aber auch zur Behandlung von Krankheiten und Verletzungen wurde sie eingesetzt. Wegen des in ihr enthaltenen THC kam sie allerdings etwas in Verruf als Droge. Inzwischen gibt es aber immer mehr Hersteller, die vermehrt auf THC-freie und damit ganz legale Hanfprodukte setzen. So wie Canamigo in Sonthofen. Das Canamigo Teehaus liegt direkt in der Fußgängerzone von Sonthofen. Schwerpunkt des Angebots dort sind Produkte rund um die uralte Nutzpflanze Hanf. Dabei legen die Betreiber des Geschäfts allergrößten Wert darauf, nur rauschmittelfreie und legale Hanfprodukte ihren Kunden anzubieten. Diese beinhalten unter anderem das auch CBD-Öl genannte Hanföl,
dem von manchen Menschen verschiedene positive Wirkungsweisen nachgesagt werden. In den Regalen von Canamigo findet man aber auch hochwertige Naturkosmetik. Egal was hier angeboten wird, alles wird unabhängig geprüft und soll der Schönheit der Haut sowie dem Wohlbefinden dienen. Wir produzieren unser Öl selber. Unser Öl ist eben aus 100%igem österreichischen Nutzhanf hergestellt. Die Verarbeitung findet eben in Österreich statt und die Endverarbeitung eben in Deutschland. Wenn man eben die Kontrolle über jeden einzelnen Herstellungsschritt hat, dann weiß man dann eben am Ende auch, dass das Produkt passt, oder? Das heißt, man kann auch dementsprechend richtig darauf hinberaten. Und so gibt es hier vieles zum Kennenlernen und Ausprobieren und das in vielerlei Hinsicht. Wer möchte, kann mal einen der herrlich fruchtigen Smoothies probieren, die im Canamigo Teahouse frisch zubereitet und mit CBD-Öl verfeinert werden. Ideal, um in einer Pause zwischendurch wieder Kraft zu tanken. Und wer sich näher mit dem Thema CBD-Öl und Wirkungsweise auseinandersetzen möchte, einfach im Canamigo Teahouse mal nachfragen. Hier kennt man sich aus, egal ob es um Anwendungen für Zwei- oder Vierbeiner geht. Tracht ist in, Tracht ist schick und Tracht hat auch Tradition. Besondere Dirndl und Lederhosen, die gibt es bei Achim Klein und seinem Team von der Almwelt in Kempten. Ein Blick ins Almwelt-Stammhaus in der Kemptener Innenstadt. Wer auf der Suche nach einer schönen Tracht oder einem Stück moderner Tradition ist, hier ist man definitiv an der richtigen Stelle. Die Auswahl ist groß, die Beratung erstklassig und wer sich mit dem Personal hier unterhält, merkt gleich, Offenheit und Freundlichkeit werden hier ganz groß geschrieben, eben passend zum Grundkonzept der Almwelt. Wir sind Tracht, aber trendbewusst, frisch, modern und fetzig. Bei uns geht es natürlich, egal ob die Allgäuer Tracht oder für Vereine natürlich auch eine speziell angefertigte Tracht, ob zusätzlich moderne Hemden zu einer tollen flippigen Weste, wir können alles anbieten. Was man hier auch gleich merkt, das gesamte Almwelt-Team lebt diesen Gedanken von frischer Trachtenwelt und moderner Tradition. Und das nicht nur im Stammhaus in Kempten, sondern auch in den Filialen in Memmingen, Salzburg, Augsburg und Straubing. Das Beste an der Almwelt aber ist, von dem freundlichen Team und der großen Auswahl mal abgesehen, dass es auch einen umfangreichen Shop im Internet gibt. Egal ob Lederhose oder Haferlschuh, ein Blick auf die Homepage lohnt sich bei der Almwelt auf jeden Fall. Wie steht es eigentlich um Ihren Schlaf? Wachen Sie morgens frisch, erholt und mit entspanntem Rücken auf? Wenn nicht, dann könnte Ihnen vielleicht ein Allgäuer Luftbett weiterhelfen. Nicht nur Übernachtungsbetriebe, sondern auch viele Privathaushalte setzen inzwischen auf diese flexiblen Matratzen. Das Hotel Waldhorn in Kempten. Hier im 40-Betten-Gästehaus setzt man voll auf das Allgäuer Luftbett. Inzwischen ist man auf Seiten des Hotels fest davon überzeugt. Es wird sogar überlegt, künftig sämtliche Betten mit diesem Schlafsystem auszustatten. Die Gäste sind sehr zufrieden bei uns und kommen auch wegs den Luftbetten extra zu uns und genießen die Flexibilität durch die Selbereinstellbarkeit. Für die Hygiene ist das super einfach zu reinigen. Man kann den Topper separat wechseln und waschen. Und durch die Silbereinwebungen sind die auch antibakteriell. Stichwort Hygiene. Dank eines neuen Spezialreinigers lassen sich die Allgäuer Luftbetten auch von Viren zuverlässig reinigen. Probeliegen ist so auch in Zeiten der Pandemie sicher möglich. Unser Schlafsystem bietet ein ganz besonderes Liegegefühl. Ich persönlich empfinde es als Wohlgefühl. Viele unserer Kunden beschreiben das auch als ein Gefühl von Geborgenheit. Ein Allgäuer Luftbett kann bei Rücken- und Gelenkproblemen helfen, erholsamen und ausreichend Schlaf fördern und damit positiv, gerade in Pandemiezeiten, auf das so wichtige Immunsystem einwirken. Bei der Beratung und Probeliegen wird gründlich chemiefrei desinfiziert, was unter anderem auch Allergikern zugutekommt. Am wichtigsten aber ist, auf einem Allgäuer Luftbett kann man bequem liegen, gut schlafen und sich auch wunderbar einkuscheln. Mit Quad-Touren können Sie das Allgäu mal auf eine ganz eigene Art kennenlernen und dabei noch jede Menge Spaß haben. Schon seit vielen Jahren bietet Helmut Baldauf unter dem Namen Helles Quad-Tours solche geführten Touren an. Wir haben mal die Gelegenheit genutzt und eine dieser Touren ein Stück mit der Kamera begleitet.
Sicherheitsanweisung von Helmut Helle-Baldau vor der heutigen Ausfahrt mit dem Quad. Zwar darf jeder ab 18 Jahren mit einem Autoführerschein so ein Gerät steuern, ein bisschen anders fühlt sich das Fahren dann aber doch an. Auf dem Quad das Eiger zu erleben, ist schon irgendwie faszinierend. Auch das macht auf der Straße Spaß, weil einfach, vor allem, weil es sehr entspannend ist. Nicht stressig, weil wir eben, wie gesagt, wenig befahrene Straßen fahren oder im Gelände. Einfach, man kann sich aufs Fahren konzentrieren. Und natürlich auch auf den Spaß draußen. Mein Adrenalin hat mich komplett überwältigt. Ich habe das, wie gesagt, vorher noch nie gemacht und ich bin da rumgeflitzt und das ist ein mega geiles Gefühl, wirklich. Das letzte Mal waren wir zum Beispiel in der Kiesgrube, da geht es ja auch voll ab. Und heute waren wir im Wald und über die Wiese auch mal querfeldein einfach. Das haben wir letztes Mal zum Beispiel nicht gemacht. Das war wirklich, vor allem für das, was man, dass man das nie macht, war es wirklich sofort ein sicheres Gefühl. Hammermäßig, also für mich das erste Mal und vor allem perfektes Wetter erwischt. Und perfekte Leitung, also besser geht's eigentlich gar nicht. Wem das Angebot von Helle im Allgäu nicht reichen sollte, in den Wintermonaten bietet er auch im afrikanischen Namibia Quad-Touren und Jeep-Safaris an. Egal ob in Afrika oder im Allgäu, Touren mit Helle sind auf jeden Fall immer ein Erlebnis. Ja, der Markt für Kinder- und Jugendbücher ist doch recht groß. Oft ist es da nicht einfach, den Überblick zu behalten. Wenn Sie eine tolle Beratung dazu brauchen, sind Sie bei der Buchhandlung Pröbster, einem Spezialisten für Kinder- und Jugendbücher, Romane und Theologie, genau an der richtigen Adresse. Die Buchhandlung Pröbster in Kempten steht seit vielen Jahren für eine durchdachte Auswahl an Büchern. Sie steht aber auch für hervorragenden Service und jede Menge Know-how, was den angebotenen Lesestoff angeht. Besonders bei Kinder- und Jugendbüchern schätzen viele Pädagogen das Fachwissen und die hohe Beratungsqualität hier. Also wir machen jetzt gerade im Kindergarten dann das Apfelmännchen. Ja, ist ein ganz altes Buch, eine alte Geschichte. Und wenn ich sowas habe, dann rufe ich an und sage, das brauche ich. Und dann kümmern sich Frau Schrankenmüller drum. Wenn ich sage, wir brauchen zum Thema St. Martin, Nikolaus, Herbst, irgendwas. Es ist immer irgendwas Passendes da, wo man meistens gleich mitnehmen kann oder eben bestellen. Auf der einen Seite war es Belletristik für die Kinder, was die Bücherei angeht, was Geschenke anging für Kinder. Da ging es um die Jahrgangsstufe. Da kamen sehr gute Vorschläge. Und das andere war natürlich im fachlichen Bereich Arbeitshefte, Arbeitsbücher, bei denen auch eine große Auswahlmöglichkeit da war und bei denen wir auch die Empfehlung bekommen haben. Zum Beispiel, ob eine CD dabei ist, ob die Zulassung schon da ist. Eine große Auswahl gibt es aber auch beispielsweise bei Krimis oder bei Sachbüchern. Ganz klar ist, bei Pröbster kennt man sich mit Büchern aus. Hand drauf! Ich bedanke mich bei Ihnen wieder fürs Zuschauen und hoffe, Sie sind auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Tschüss und ciao, ciao!